Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Thomas von TomTeTom Games und ihr seid mit dabei in der inzwischen schon 26. Folge der Logistik-Simulation der Planer. Na, das stimmt ja eigentlich so nicht. Der Let's Play-Reihe zur klassischen Logistik-Simulation der Planer aus dem Hause Greenwood Entertainment. Und wir sind inzwischen beim zweiten Vertrag, den wir haben. Und dort haben wir jetzt gleich den ersten Monat unserer Beschäftigung hinter uns. Wir haben jetzt den 21.02. Ja, wir leiden besonders immer wieder unter den vielen Unfällen, die es hier im Spiel gibt. Und jetzt gerade unter der Tatsache auch, dass es leider ja bei den Händlern offensichtlich keinen Nachschub gibt, was Fahrzeuge angeht, beziehungsweise vor allen Dingen was Auflieger angeht, denn ich hatte mich ja hier auf Schwerlast, auf Tieflade-Auflieger damit auch ja so ein bisschen konzentriert. Halte ich auch immer noch für eine sehr gute Strategie. Die wird aber torpediert durch den Umstand, dass eben hier, dass hier bei den Händlern einfach keine passenden Auflieger zur Verfügung stehen. Ich würde gerne noch mehr kaufen, aber bin einfach gar nicht dazu in der Lage. Und das macht mir tatsächlich große Probleme, weil ich ja, weil ich natürlich auch irgendwann an die Stelle komme, wenn hier jetzt noch mehr von den Lastwagen verunglücken, dann kann ich vielleicht gar nichts mehr nachkaufen und stehe dann ganz schön dumm da. Ach, seit einer Stunde habe ich das Spiel nicht mehr gespeichert. Ich habe es gerade gestartet, da scheint mir aber irgendwas schiefgelaufen zu sein bei dem Timer. Naja, gut. So, ja, ich bringe mal nochmal ein paar auf. Ah, wobei, das ist ja schwierig. Es war jetzt, glaube ich, gar kein Tiefladeauflieger da. Ich habe also noch Aufträge angenommen, kann die aber noch gar nicht verarbeiten. Okay, dann spulen wir ein bisschen vor heute mal. Und schauen dann mal, wann. Vielleicht kommt gegen Ende des Tages nochmal. Nochmal jemand wieder. Da, tief, ja, da, Tiefsattelzug, zack. Können wir schon wieder auf den Weg schicken. Die zwei sind da. Dann fangen wir mal mit dem hier an. Den können wir nämlich mit einem auf jeden Fall schaffen. Genau, und da haben wir auch zufällig einen da, der von der Größe passt. Alle sind krank. Hier der Herr Grantig nicht. Den schicken wir also los. Frachtversicherung machen wir mal. Scheint mir inzwischen ja angebracht zu sein hier, auch ab und zu mal so eine Frachtversicherung abzuschließen. So, den kriegen wir natürlich jetzt nicht transportiert komplett. Haben wir noch 4 FE übrig. Wenn wir Glück haben, hat unser Manager vielleicht eine Idee und kriegt die restlichen 4 Frachteinheiten irgendwo separat transportiert. Und dann haben wir 16.21 Uhr und da brauchen wir jetzt auch auf nichts mehr warten. Sondern fahren einfach nach Hause. Und verbringen ein bisschen Zeit mit der Familie, wenn sowieso bei der Arbeit nichts Besonderes mehr passiert. Schön, dass du da bist. Hey, Dad. Guten Abend, ihr beiden. Gibt's denn gar keine Neuigkeiten? Ja, das war ja einfach. Schön entspannt vorm Fernseher. Keiner wollte Geld von mir haben. Ich find's gut. Apropos Geld. Wir haben auch lange eigentlich keins mehr ausgegeben. Also jetzt so privat auch hier. Außer halt immer 100 Euro für einen Sportverein. Weil ja offensichtlich die Dame im Sportverein genau weiß, wen sie fragen muss. Ausgeschlafen, Liebling. Aber sicher, Schatz. Sollen wir heute Abend ins Musical Express gehen? Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Pump and Iron. Na, das wäre doch mal eine Abwechslung, sage ich da. 20 Uhr ist ja auch kein Problem. Selbst mit Pressekonferenz schaffe ich das. Das ist ja mal wichtig. Man muss immer gucken, dass man es auch mit Pressekonferenz noch hinkriegt. So, einen Tieflader haben wir wieder da. Ja, und leider hat jetzt noch keiner die 4 FE transportiert. Ja. Sehr viele kranke Lastwagenfahrer haben wir. Aber ich glaube, wir haben im Moment trotzdem genug. Ich muss also, glaube ich, keinen neuen anstellen dafür. Gucken wir mal, was im Büro jetzt so abgeht. Ja, wir haben noch eine gute Woche, etwas mehr als eine Woche Zeit, bis der erste Monat vorbei ist. Und meine Hoffnung ist ja, dass ich da auch noch ordentliche Ausschüttung mal machen kann.
Wobei man ein bisschen aufpassen muss, denn ja, ich meine, am Ende, die muss natürlich irgendwo von bezahlt werden, ne? Was haben wir denn hier für eine Rechnung noch? Restgehalt. Ah ja, wieder irgendwer, der gekündigt hat. So, alle Rechnungen habe ich schon mal angenommen und das sieht doch mal gut aus. Endlich nochmal Kühlfracht. Nehmen wir einfach an. Habe ich, oh, Pralinen für 14.000. Ja, da müssen wir dran denken, die gleich zu versichern. Und Baumaschinen, auch sehr schön. Gut, das ist doch direkt schon mal ein schöner Anfang. Da können wir so den ein oder anderen Hunderter mit verdienen. Boah, ich warte noch einen Moment, bis er was einsetzt. Ich mag einfach so Synthi-Sachen. Es tut mir auch total leid. So, ja, Kühltransporte endlich nochmal. Auch die sind ja recht lukrativ. Also da kommt man schon auch klar. Und wir haben ja auch Kühllaster hier. Ich gucke erstmal, dass ich den Pralinenauftrag erledigt bekomme. Den würde ich versuchen mit dem Sattelzug. Ja, das passt auch. Super, da passt der nämlich auf einmal drauf. Und da müssen wir nur dran denken, dass ich den versichern wollte. So, einmal versichert. Denn bei die Strafe waren 56.000 oder so. Auf die kann ich gut verzichten. Hierbei ist mir das egal. Das war ja ein relativ günstiger hier, 2.300 oder so. Da lohnt sich das auch nicht mit der Frachtversicherung. Das ist egal. Auch keine hohe Strafe mit verbunden, ne? So, da haben wir keinen Lastwagen für da. Wir müssen also jetzt erstmal abwarten, dass doch nochmal ein paar Auflieger wiederkommen. Ich mache mir auch gerade ein bisschen Sorgen, weil eben gestern ja auch nur die zwei da waren. Ob ich jetzt auch nur noch diese zwei habe? Das wäre schon dramatisch. Nein! Och. Also Regensburg. Regensburg. Was habe ich noch jetzt eben gesagt zur Uhrzeit heute Abend? Gar kein Problem. LKW mit Anhänger. Mhm. Sachschaden 275.000. Mhm. LKW-Fahrer, keine Verletzten, nicht verletzt. Ah. Wer ist schuld? Na komm. Selbst verschuldet. Ah. Na gut. Ja, um 18 Uhr, ich weiß. Das ist echt eine Katastrophe. Also, ganz ehrlich, mir vergeht hier tatsächlich inzwischen so ein bisschen die Lust daran, das hier weiterzuspielen, weil ich mich, also ich verstehe das nicht. Da ist doch auch im Algorithmus irgendwas falsch. Also ist da jetzt, ist da so ein Zufallsalgorithmus am Start, der nur 0 und 1 kennt, der nur zwischen zwei Werten hin und her springt? Oder mit was für einer Wahrscheinlichkeit hat man da gefühlt jetzt gerade ja jeden Tag? Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, na jetzt ist glaube ich, gestern war mal kein Unfall, aber davor waren zwei an einem Tag. Und immer direkt einen Totalschaden. Wie ist das denn, wenn ich einen richtig großen Fuhrpark habe? Also, später im Spiel ist es durchaus so, dass man hier, dass man dann auch den ganzen Hof voll Lastwagen hat, eventuell sogar noch bei der Zweigstelle, so ähnlich nochmal. Dann frage ich mich ja, wie soll denn das noch funktionieren? Und wo soll ich die ganzen Lastwagen herbekommen, wenn die mir dann alle kaputt gehen? So, okay, also es ist offensichtlich, würde ich sagen, das sind Pritschen. Was hatte ich denn mit Pritsche noch unterwegs? Ich erinnere mich nicht, irgendwas mit Pritsche losgeschickt zu haben in den letzten zwei Tagen. Na gut, aber Pritsche ist auf jeden Fall kaputt. Das müssen wir mal so sagen. Ah. Ja. Pritsche. Dann brauchen wir wohl einen neuen Pritschen. Lastwagen, Gliederzug. Pritschengliederzug. Ich spule aber erstmal eine Stunde vor, guck mal, dass wir vielleicht nochmal einen Auftrag reinbekommen. Ja, 18 Uhr, nochmal tief. Okay, zwei Tiefsattelzüge sind wieder da. Glocken und Pflastersteine, ja wunderbar. So, dann hier einmal Pritsche, sind die Aktenordner mal wieder und einmal Container, kriegen wir alles hin.
Haben wir alles noch. So, dann kann ich die erstmal alle losschicken und dann fahre ich mal kurz beim bei den Händlern vorbei. Ein Pritschengliederzug sollte ja hoffentlich jetzt kein Problem sein. Im Gegensatz zu den Tiefladern. Jetzt ist natürlich auch so, dass das ja die Personaldecke auch noch weiter schmälert, denn wobei der war ja jetzt nicht verletzt, der Fahrer. Stimmt. Aber wenn man dann bei den Unfällen auch noch jedes Mal einen Fahrer verletzt hat, dann geht ja überhaupt nichts mehr. So, drei Tieflader habe ich da stehen. Ich fange mal mit dem hier an. Okay, da. Zack, die zweite Hälfte vom Auftrag kriegen wir auf den anderen Kleinen drauf. Sehr schön. So, dann haben wir hier nochmal einen großen. Der ist zeitkritischer hier. Kriegen wir auch komplett drauf. Die Pflastersteine. Hier Bernstein. Zack. Okay, so, mal sehen. Jetzt hat wahrscheinlich wieder, ne, einmal Pritsche. Passt auch. Das war ein Aktenordner. Ich brauche also niemanden mit ADR-Schein. Es sei denn, Aktenordner sind in der Zwischenzeit irgendwie gefährlich geworden. Und einmal Container. Habe ich da vielleicht auch einen Sattelzug für? Ja, passt genau. Wunderbar. Nimm mal vorsichtshalber mal einen mit ADR. Dann kann man dem auch vielleicht was faxen. So, Eisenbahntransport. Alles gut. So. Dann geht's mal einmal in die Stadt. Wir müssen ja jetzt heute eh wieder bis 18 Uhr hier in der Hütte bleiben, weil die Presse noch kommt. Dann habe ich auch Zeit, hier einfach mal rumzufahren. Aber das bringt uns hier offensichtlich schon mal nicht weiter. Hier gibt's Kühl- und Container. Und da gibt's überhaupt nichts. Ach, das ist ja mal wieder zum Mäusemelken, ehrlich. Muss ich doch mal rumklingeln. Rumdingsen hier. Fangen wir mal an, nicht ganz so weit weg, Augsburg. Augsburg, was habt ihr denn da? Pritsche. Ja, Pritsche und Anhänger hat er da. Okay, in Augsburg. Keine Tieffracht, okay. Das müssen wir jetzt immer direkt dabei gucken. So, der andere in Augsburg. Hat einen Anhänger da, den könnten wir uns also auch angucken, aber keine Tieffracht, okay. Gut, also Augsburg käme in Frage. Augsburg käme in Frage. Was ist in München? München käme auch in Frage. Der zweite in München. Aber auch keine kein Tieflader da. Da war ich ja gerade. Was ist mit Ulm? Mit Gutdiesel? Die haben... Nee. Nee. Wir haben zwar einen Laster da, aber keinen... Wo war ich gerade? Ulm. Gutdiesel hatte zwar einen Lastwagen da, aber keinen Anhänger dafür. Hier das gleiche Spiel. Okay. Also Augsburg, München gehen bisher. Augsburg und München. Augsburg, München. Weiterhin Augsburg, München. Oh, das ist natürlich gut. Hier ist ein super Angebot, ne? Wo war das jetzt? Wer seid ihr? Hallo. Shit. Das war, glaube ich, Bayreuth, ne? Die hatten drei Pritschenlaster da. Das ist natürlich gut. Dann kann man sich ordentlich entscheiden. Ja, aber Augsburg, München. Ich bleib mal erstmal bei Augsburg, München. Augsburg, München. Ist das nicht wirklich schrecklich? Kein einziger hat Tieflader da. Ja, immer noch Augsburg, München. Der hatte nämlich auch nur einen Lastwagen hier. Da wäre nochmal beides, aber auch keine Tieffracht. Okay, dann. Augsburg ist, glaube ich, ganz angenehm von der Entfernung. Fahren wir also in Augsburg. München, Augsburg. Auch. Kann man sich auch. Kann man sich auch schenken hier, oder? Fahren wir nach hier. So, ab nach Augsburg.
So, Augsburg. Hallo. Nein, geschlossen. Auch geschlossen. Es ist 14.25 Uhr. Warum haben die geschlossen? Ist Sonntag oder was? Haben die irgendeinen Feiertag am 22.02. oder was ist da verkehrt? Ich habe doch jemanden erreicht gerade per Telefon. Wie kann der jetzt geschlossen haben? Ihr seid echt das Allerletzte hier. So. 8FE, der ist ja auch winzig klein. Das ist also schon totaler Mist, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Ich kaufe ihn trotzdem. Der gewonnen. Scheiße, echt. Und 8FE, ey, das ist echt, das ist ja ein... Boah, so ein Schnupselzeugs, ey. Braucht kein Mensch. Was ist mit dem anderen Händler? Der hat denn noch was Gutes da? Der hat geschlossen. Alle haben geschlossen. Mitten am Tag. Einfach alle geschlossen. Den können wir doch mal gerne haben, ehrlich. So, zwei Lastwagen gekauft. Und was ist das Erste, was wir mit den Lastwagen machen müssen, ja? Wir müssen sie versichern. Und zwar ganz dringend. Da, Pritschengliederzug. So, Versicherungsart Vollkasko, Selbstbeteiligung 1000, Schadenshöhe unbegrenzt. LKW versichern. Habe ich noch einen? Ja, mal, lieber einmal zu viel gucken. Nee. Gut. Die denken doch auch inzwischen, also ich glaube, eine normale Versicherung, bei den Schäden, die wir jetzt hatten hier in nur einem Monat, da wäre doch jede normale Versicherung schon ausgestiegen. Die hätte doch gesagt, ihr spinnt. Ja, das ist doch sicher hier irgendwo. Hm, was ist jetzt wieder los? Was ist da jetzt los? Ach, Glück gehabt. Oh, was für ein Schreck. Was für ein Schreck. Es ist mir so egal. Also ich meine, ich finde es natürlich schlimm mit dem Öl, aber... Es ist für mich kein Problem. Das ist, macht mir gar nichts aus. Geht einfach weg. Lasst mich weiterspielen. Echt fürchterlich, fürchterlich. Boah, ey. Jetzt der Hof aber voll, wa? Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe doch mehr Tieflade-Auflieger, als ich dachte. Das muss man mal sagen. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass da schon zu viele kaputt sind von. Aber die sind tatsächlich noch da. So, jetzt hoffe ich, dass wir... Der hat ja nur 16 FE, der neue Lastwagen. Also 8 und 8. Ist natürlich einfach nicht so bombastisch. Ich hoffe, dass wir damit die Anforderungen erfüllen. Sonst müssen wir nämlich noch irgendwas kaufen dafür. Gut. Da die Mengen, die Kapazitäten erfüllen wir allerdings, weil ich auch Pritsche als Auflieger habe. Und nicht, nicht, weil jetzt der Lastwagen gerade groß genug war. So, hier gibt es doch... Oh, schön. 20.000 bis zum 28. Das ist gut. 8.000 bis zum 24. Schaffen wir auch. 18.000 bis zum 28. Easy. 24. Zwei Tage. Schaffen wir auch. Endlich gibt es mal... Ja, unser neuer Lastwagen soll ja mal unterwegs sein. Und einmal Containerfracht machen wir auch noch. Nichts Gefährliches bei. Dann haben wir hier eben die Rechnungen für die Fahrzeuge. Super, jetzt gehen wir einmal faxen. Und dann können wir wahrscheinlich noch ein paar Aufträge losschicken. Und dann geht's zur Presse und dann ratzfatz nach Hause zu Express. Was auch immer das sein könnte. Aber es ist schon relativ, also ich habe gehört, dass dieses Express eigentlich irgendwo im Ruhrgebiet sein soll. Ich will das mal so schwammig formulieren. Da wundere ich mich natürlich schon, wie ich das noch schaffe, aber naja. So, der passt gut hier. Den nehmen wir. Hier haben wir einen Fahrer mit 5 Stunden noch frei, den nehmen wir auch. Ach, ich habe gar nicht drauf geguckt, ob ich den nicht besser versichert hätte. Die Frachtversicherung, oh... Ja, hat allerdings schon ein bisschen was losgeschickt. So, ja, den nehmen wir mal. Ich glaube, das ist ein relativ teurer hier. Müssen wir mal direkt jetzt gucken, was für eine Fracht das ist. 8000, ja. Nee, das können wir ohne Versicherung machen.
Gucken wir mal, ob das hier auch nochmal ein sehr teurer ist. Jetzt habe ich nur noch die kleinen Auflieger da. Das ist immer blöd. Wir nehmen mal den hier. 20.000. Ja, der, das war, glaube ich, waren die Kfz, die Autos. Wertvolle Güter. Und den versichere ich vorsichtshalber. Ist mir ehrlich gesagt das Risiko nicht wert jetzt gerade. So, und dann haben wir es geschafft, bevor die Konferenz anfängt, die Pressekonferenz anfängt, sogar noch alles abzuarbeiten, weil unser, ja, alles andere hatte der schon losgeschickt. Ist ja super, weil unser Manager es schon erledigt hat. Ja, jetzt, zack, gehen wir hier rein. 18 Uhr, wie immer. Ist ja das übliche Prozedere. Ja, guck mal einer an. So. Ja, Herr Tomte-Tom, wo fand dieser schwerwiegende Unfall statt? Von Würzburg nach Regensburg. Gab's bei diesem Unfall Verletzte? Nein, es wurde niemand verletzt. War der verunglückte LKW beladen? Wenn ja, hatte er Gefahrgut geladen? Der war ja nach Regensburg unterwegs, ne? Der war ohne Fracht unterwegs. Wie hoch ist denn der insgesamt entstandene Schaden? Mehr als 250.000 Mark. Ah, ja, was war das? Die Unfallursache, der Fahrer ist zu schnell gefahren. So. Und jetzt geht er mal alle nach Hause. Ich muss nämlich auch los. 18:45, oh, das passt aber noch. Vielleicht können wir noch eine Anzeige aufgeben. Vielleicht für Kühlfracht. Zack, Kühlfracht annoncieren. Da auch noch eben... So, vielleicht haben wir dann nochmal ein bisschen mehr Aufträge aus dem Bereich. Denn die sind ja offensichtlich auch ganz, ganz lukrativ. Und Kühllastwagen kriegt man ja. Muss man also vielleicht noch ein bisschen mal umsatteln. Ja, und damit haben wir es geschafft für heute. Jetzt geht es erstmal auf zum Musical. Hoffentlich gibt es nicht einen drauf, weil ich schon zu spät bin. Ach, schön, dass du pünktlich bist. Bei dem Lilanen weiß ich nie, ob das nicht vielleicht Ironie sein soll. Ein arbeitsreicher Tag ist nun vorbei. Das Musical war sehr unterhaltsam. Sehr schön. Und ein neuer Tag. Hier ein Tag reiht sich an den nächsten, ne? Wie in echt. So, 6 Uhr morgens, schön aufstehen. Zack, zack. Ausgeschlafen, Liebling? Aber sicher, Schatz. Die Zimmerantenne deines Sohnes hat ihren Geist aufgegeben. Er kann sich eine neue kaufen. Ach, da fällt mir auch ein. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte doch shoppen gehen mit euch. Oh, da haben mal wieder welche was bezahlt hier. Da ist ja richtig Geld reingekommen. Schön. Das gefällt mir. Und bekannt geworden bin ich jetzt auch ein bisschen. Ja, klar. Wenn man irgendwie jeden zweiten Tag im Fernsehen ist, weil man irgendwelche Unfälle da erklären muss, dann glaube ich gern, dass man bekannt ist. Ob das aber die Bekanntheit ist, die man als Unternehmen haben will, da bin ich mir nicht sicher. So, was haben wir denn eigentlich an Geld? Wir haben noch 44.000 auf der hohen Kante liegen. Das sollte man natürlich nicht alles auf einmal ausgeben. So, was gibt's denn hier eigentlich? Also, ob man auch so einen Mercedes 190 haben will, ich weiß nicht. Oh, vielleicht hier ein Van Gogh oder eine Uhr. Fernseher, ich hatte doch auch schon Sachen gekauft, oder? Ah ja, die Stereoanlage habe ich schon gekauft und eine goldene Uhr. Ich könnte ja vielleicht meiner Frau mal einen Pelzmantel. Ist natürlich kein echter Pelz. Also wahrscheinlich schon. Wir sind ja in den 90ern. Da war das noch nicht ganz so verpönt. Schon ein bisschen, aber noch nicht so wie heute. Ich kaufe also einen Pelzmantel, auch wenn das nicht gut und nicht richtig ist. Wir gehen davon aus, dass ein synthetischer Pelz ist. Und vielleicht ein Goldbarren? Nee, der ist ja auch Blödsinn. Was soll ich mit dem Goldbarren? Meiner Frau vielleicht noch eine schöne Uhr oder Schmuck. Schmuck. So. Und vielleicht gibt es noch was für meinen Sohn. Dem kaufe ich mal den teuersten Gameboy aller Zeiten. Für 1000 Mark. Der ist nämlich vergoldet. Einen Fußballclub könnte ich auch kaufen, aber habe ich nicht. Also kann ich nicht. Nicht genug Geld. Einen Videorekorder kaufen wir mal. Und einen Fernseher neuen. Zack. Das wäre ja übrigens ganz cool. Und jetzt seht ihr übrigens hier unten, das ist das. Hier diese Striche bekommt man dafür, dass man hier tolle Sachen hat. Und ja, es geht ja hier eigentlich um
ganz plakativ um Ansehen, ob man nun Ansehen wirklich mit sowas gewinnt. Naja. Ja, und das gewinnt man eben hier jetzt über den Kauf solcher Luxusgüter. Ich hatte das zu Beginn des Spiels schon mal gesagt. Also, das ist natürlich schon so ein bisschen... Ja. Naja. Oh, wieder mal eine Menge Rechnungen. Ein Tiefladeauftrag nehmen wir direkt. Ein Containerauftrag, der kein Geld bringt, nehmen wir auch. Fertig. Und einmal wegfaxen, einmal losschicken. Und dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Schon der 26. Ne? Das ist auch schon Wahnsinn, oder? 26 Folgen. Und ihr seht ja, ich meine, es dauert einfach so lange. Ne? 26 Folgen heißt also, wir haben ja eine durchschnittliche Folgenlänge, würde ich mal von etwa 30 Minuten sagen. 13 Stunden Spielzeit haben wir jetzt also schon hier reingesteckt in das Spiel, in diese Partie. Und haben in der Zeit jetzt gerade mal, ja noch nicht mal den zweiten Monat geschafft. Na, das ist, finde ich schon krass. Ne? Da sieht man, das ist schon eher ein lang angelegtes Spiel. Vor allen Dingen, wenn man dann noch überlegt, dass man das vielleicht auch nicht beim ersten Mal so erfolgreich absolviert. Man sieht es ja auch hier, das ist alles nicht immer so einfach. Ist das schon ein Spiel, in dem man sehr, sehr viel Zeit investieren kann, wenn man denn möchte. Ich habe das auch schon getan. So ist das nicht. Aber das habt ihr euch ja wahrscheinlich schon gedacht. So, wir haben jetzt 9 Uhr am 23.02.94. Und ich sage einfach mal Tschüss und bis bald. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich über ein Abo freuen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wenn ihr doch abonniert habt, dann erzählt es doch einfach anderen weiter, was es hier so gibt. Tja, hier im Moment, vor allen Dingen im Dezember, ja auch die Spezialreihen, ne? Nicht vergessen, die auch zu gucken. Ich weiß, ist ein bisschen viel, aber sonst holt er das mal die Tage nach. Gut, ansonsten also bis bald, bleibt gesund, euer Thomas von TomTomGames. Ciao.